kif intax tgħid? Fejn kien tisira Eivor! Du kommst gerade richtig! Ist es schon Zeit für Siegerblut? Die Tage sind lang und die Nächte warm und von Feuern erhellt. Und die Zeit der Raubzüge bricht wieder an. Ihr seid noch nicht fertig damit, Opfergaben für die Götter zu sammeln, um uns ihre Gunst zu sichern. Ihr Segen wird uns ruhiges Wasser, guten Wind und reiche Beute bescheren. Gunnar wird viel zu tun haben, Waffen und Rüstungen zu schmieden. Ja, er hat bereits um Hilfe gebeten. Sveina hat ihre Schmiede beim Übungsgelände aufgebaut. Aber Waffen sind nicht die einzigen Kriegswerkzeuge, Eivor. Du musst deinen Verstand ebenso stählen wie deinen Körper. Ich bin sehr gespannt, wie so eine Verstandsübung aussehen soll. Ich würde dich ja herumführen, aber ich muss mein Opfer für das Feuer vorbereiten. Sieh dich in der Siedlung um und finde heraus, was gebraucht wird. Vielleicht kannst du dich nützlich machen. Bin ich sonst etwa nicht nützlich? Ach, und grüß bitte Norwid von mir. Doch zuerst, nimm diese Fackel und läute den Beginn des Festes ein. Ist also ins Frankenland? Ihr König heißt der Fette. Nicht Schädelspalter, nicht Blutsturm, sondern der Fette. Das muss ein sehr reiches Land sein. Das ist Torhör im Endless Skito Dritte. Hey, fahr du sein, Skittinger! Wenn wir auf seine... Wir werden unsere Vorräte aufstocken müssen, wenn wir auf so eine lange Reise gehen wollen. Wir brauchen Proviant und Materialien. Ich habe wohl noch einiges zu tun, um Körper und Verstand zu stellen, ehe wir ferne Küsten überfallen können. Ich sollte nachsehen, was es in der Siedlung zu tun gibt. Ich habe wohl noch einiges zu tun, um Körper und Verstand zu stellen, ehe wir ferne Küsten überfallen können. Ah, Norwid, du hast deinen Laden wieder aufgebaut. Oh ja, und was für Schätze ich für dich gefunden. Zeig mir doch mal, was du hast. Sieh dich um. Ich muss los. Bis bald. Bis bald, Eivor. Tyrvi, mit diesem Feuer hast du dich selbst übertroffen. Ich habe es nur entworfen. Das Holz haben viele Hände gesammelt. Wenn die Götter den Rauch und all die Opfergaben sehen, werden sie uns sicher gewogen sein. Da wir gerade von den Gaben sprechen. Die Leute haben sie schon bei den Und jetzt willst du mich für ihre Abholung einteilen. Eivor, du bist unsere Anführerin. Du solltest nicht nur im Krieg, sondern auch beim Feiern mit gutem Beispiel vorangehen. Auch dann bin ich also vor... Würden wir ein... Sieh nach, was die... Es heißt, im Frankenreich gäbe es so erlesene Beute, dass die Nordleute schon das ganze Land bis zu den Toren von Paris geplündert haben. Von dieser Stadt habe ich gehört. Ich würde sie gern einmal sehen. Was siehst du, alte Freundin?
Hast du Lust auf eine Runde Erlök? Wo ist das Medfass, mein Freund? Eine Seherin hat mich gewarnt. Sie hatte eine Vision, in der ich als Frosch in einer... Stattdessen bewachst du jetzt leere Pferde. Ich hatte gehofft, es... Ich sehe schon, worauf das hinaus... Was? Und wie soll ich das... Der... Bitte, Eivor. Danke, Eivor. Das sieht nach den verunglückten Schweinekarren aus. Ihre Spuren führen in den Wald. Sind sie. Jetzt pfeifen und hoffen, dass sie mir vertrauen. Wie der Bauer die Schweine wohl abgerichtet hat, auf ein Pfeifen zu hören. Ein Schwein hätten wir. Das hätte er doch selbst machen können. Zeit der Raubzüge ist da und ich jage Schweine durch den Schlamm. Vielleicht hatte Dark recht. Ha! Zwei kleine Opferschweinchen. Komm schon, Schweinchen. Willst du etwa nicht den Göttern geopfert werden? Das ist eine Ehre. Wirklich.
Das sollten alle gewesen sein. Eivor, Schweinsmal. Hier, all deine entlaufenen Schweine. Gesund und munter. Haha, danke. Ich habe hier... Guten Tag, Norvid. Eivor. Zeig mir doch mal, was du hast. Sieh dich um. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald, Eivor. Schön, dich zu sehen. Ich habe an neuen Entwürfen gearbeitet. Zeig. Kann ich noch etwas für dich tun? Nun muss ich gehen. Auf bald. Auf Wiedersehen, Eivor. Du musst Eivor sein. Ich bin Sveina. Gunnar bat mich, beim Schmieden und Flicken von Waffen zu helfen. Freut mich. Schön, etwas mehr Hilfe zu haben. Aber warum hast du dich dann beim Faustkampfplatz aufgestellt? Sunifa meinte, du hättest nichts dagegen, wenn ich meine Waffen im Kampfring auf... So kann ich mein Metall... Mit echten Waffen? Ha, nein. Doch, keine Sorge. Wir alle können Kampfesübungen gebrauchen. Wettbewerb... Zusammenhalt. Da sagst du... Ich... Sehr... Ich bin bereit... Gut. Damit wird das Blut in Strömen fließen. Es gibt 3 Runden, keine Pause dazwischen. Und wenn ein Gegner aufgibt, hört ihr... Bereit und hungrig. Da spricht die je nach Wahl und... Blut für Odin! Wir zwei kämpfen wie echte Wikinger-Legenden. Aus den Augen.
Ihr zwei. Ich habe mit Siegfried gekämpft, dem berüchtigsten Wiking. Guten Tag. Hey, wo? Zeig mir doch. Ich habe mit Siegfried gekämpft, dem berüchtigsten Wikinger im Frankenreich. Der Tod tropft ihm wie Schweiß von der Stirn. Ich sollte nachsehen, was es in der Siedlung zu tun gibt. Ich bin stolz auf die neuen Sachen von mir. Was kann... Zeigst du mir deine Waren? Alles?
Ich muss gehen. Hoffentlich bis bald. Wir werden unsere Vorräte aufstocken müssen, wenn wir auf so eine lange Reise gehen wollen. Wir brauchen Proviant und Materialien. Das Wasser sprudelt, so viele Fische sind hier. Lust auf einen Raubzug? Lust auf einen Raubzug?
Schatten. Komin aftur, stýrmaður. Das dauert nicht lang. Gemeinsam! Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff.
und gerappt. Jetzt segel jetzt! Hier drüben!
Eivor, Eivor! Was stimmt mit dir nicht? Hey, das ist doch nicht nötig. Segel setzen! Segel! Los! Wir sollten abhauen! Lagdum skivíking. Los geht's!
heiliger Gott! Das kostet dein Leben! Zu mir, Bruder! Ich brauche Unterstützung! Ornadur okkar kem aftur. Lust auf einen Raubzug?
Ein Festmahl und ein paar Heldentaten sollten alle in die richtige Stimmung bringen. Warum schreien denn alle so? Klingt, als hätte Ymir einen Tobsuchtsanfall. Oder ist das Loki in der Höhle? Oder bilde ich mir alles nur ein? Setz dich doch. Lass uns spielen. Sieh dir unbedingt meine neuen Entwürfe an. Was kannst du mir heute anbieten? Alles? Ich muss los. Bis bald. Einen schönen Tag dir. Eivor, mein Herz. Schön, dich zu sehen. Ich wollte dich nur kurz küssen. Mein Herz schmilzt dahin. Komm her. Eine Freude, dich zu sehen, Eivor. Sollen wir das in deiner Kammer besprechen? Nicht nötig.
Natalia. Ich sollte nachsehen, was es in der Siedlung zu tun gibt. Ich habe wohl noch einiges zu tun, um Körper und Verstand zu stellen, ehe wir ferne Küsten überfallen können. Komm schon, würfeln hat noch niemand.